Das sind Löcher hier und... Schau dir die Kirche an, du kannst in die Kirche reinschauen von der Seite. Ja, das Schlimmste ist, warte, komm mal mit. Ich bin hier von dem Creeper abgehauen, Marco, gell? Du regst dich immer auf wegen den Creepern, dass du sie aus der Stadt dingsen und jetzt hast du dich repariert. Ja, nein, weißt du, was passiert ist, schau? Ich bin weggerannt, lauf so rückwärts vom Creeper weg und bin halt in das Loch hier reingefallen. Drinnen stand ein Testi und das war halt zu, man konnte nicht raus. Und oben stand dann so der Creeper, hat mich so angeschaut, hat den Testi umgebracht, um mich rausbauen zu können. Bin da raus, da kam von hinten der zweite Creeper, hat mich umzingelt. Das war eine ganz schlimme Nacht. Ich will dich nicht drüber reden. Schlimme Erinnerung. Oh Mann. Mann. Außerdem sind die echt hart geworden. Stimmt, wie unterscheiden sich da jetzt die Schwierigkeitsstufen von den Creepern? Ist das, wenn man auf einer höheren spielt oder so? Ja, das weiß ich nicht. Wir spielen auf Stufe 3 da. Wie heißt denn das? Hart, härter, Gerhard. Ja, so ist es. Hart, härter, Gerhard. Ja, dann. Ich hab eine coole Kiste. Was besteht denn die? Aus Silber. Davon haben wir so viel. Das ist eine Silberkiste? Ja, ich hab's. Also erstmal Holz, Kupfer, Silber. Ja, Silber. Ja, nee, aber die haben da auch wieder den Skin geändert, kann's sein? Sieht so grünlich aus. Keine Ahnung. Ist halt keine Eisen. Ja, aber groß ist die nicht gerade. Warum? Die ist doch größer wie Dings. Die große Kiste da. Eins, zwei, ja, drei, zwei Reihen mehr. Sechs. Ja. Ja, stimmt. Silber so viel haben. Gold. Theoretisch könnten wir auch eine Gold machen. Ne, Gold brauchen wir noch. Was ist denn hier drin? Ach, diese Stadt. Was hätte sie ein Verrückter gebaut? Lebt da jemand? Ne. Ja, ich weiß, dass mein Gedächtnis wieder nicht funzt. Ich wollte irgendwas machen, weißt du was? Ja, du hast gerade den Weg da repariert und wolltest die Häuser wieder schön machen und überall Torches hin und so. Nee, das ist nicht irgendwas Wichtigeres, aber was? Mach jetzt einen Straight, Mann. Ich tue jetzt hier genau einfach runterbuddeln, da wo ich hin wollte. Was sind das für gammelige Treppen hier bis zur Hälfte nur? Ja, die sind fürs Quarry. Tickst mich schon wieder nur an. Piss dich. Geh da weg. Tja. Ich muss husten. Gut, dass du es ansagst. Mit Ansage, ganz cool. Keine Lust mehr, jetzt tue ich straight mine, bis ich Diamonds finde. Marco sehen wir in 30 Folgen wieder. Vielleicht kommt zwischendurch mal so ein Ausraster mit einem Skeleton und einem Creeper. Öfters mal hatte ich schon mal ganz schön viel Luck beim Straight Mine. Wo ich bis zum Bedrock gekommen bin und den ersten Stein, den ich da weggemacht habe, waren schon Diamonds. Ja, das wird heute auch so sein. Epic. Eiskalt. Wirst sehen, Adam, wirst sehen. Okay, so, das müsste reichen. Haben wir auch ein bisschen Carbile-Stones. Und die Kohle. Also zumindest das erste, was ich schon mal gefunden habe, ist mal Bauxit und Kohle. Schon mal gut, Marco, schon mal gut. Schon mal das Wichtigste. Passt, oder? Kannst du wieder hochkommen. Sag ich ja. Funktioniert sie richtig gut. Dun 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 dun. So. Mr. Sandman. Nein, ging das so? Give me a dream. Dun 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 dun. Ich unterhalte hier wenigstens, ja? Im Gegensatz zu dir. Ja, ich muss auch meinen. Das ist echt nervig. Da braucht man so von deinen 120er IQ braucht man da schon 120. So, da bleibt nicht mehr viel übrig. Gleich kommt Marco hoch und bringt mich um. Wundern. Wie war es mit Homer Simpson, der Minecraft in 10 Sekunden erklärt?
Wir haben ganz viele Karotten. So. Ja, das ist doch gut. 19 Stück. Okay, mit ganz viele habe ich auch 50 gemeint. Magst du vielleicht Gummi besorgen? Ah ja, das war's. Ja. Ja, Meister. Ja, genau. Ich besorge Ihnen Gummi, Meister. Extra large oder die normalen? Hat doch lange gedauert, okay? Ich wollte lachen, damit du nicht so blöd dastehst. Ja, da haben schon genug gelacht gerade. Da haben schon genug gelacht. Sexy. Und so. Jetzt kannst du lachen. Damit die nicht blöd dastehen. I need Gummibums, Gummibums. Ah, hier ist ein Lavasee. Mit einem Bienenstock. Was macht man denn mit den Bienenstöcken jetzt? Hallo? Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst da hingehen und die Bienen dann rausholen, so quasi. Nein, danke. Ja, wir haben noch so ein Problem. Wir haben irgendwie keine Gummibäume, kann das sein? Wir wollten doch irgendeinen coolen Seed nehmen, der uns schon mal hilft am Anfang, aber... Gummibäume gibt's überall da, wo es Bäume gibt. Ja, aber hier nix Gummi. Ich bräuchte einen Sumpf. Jetzt habe ich einen Pfeil verschossen, statt einen Block zu platzieren. Ich wollte gerade einen Block über eine Lava bauen, gell? Und dabei habe ich dann einen Pfeil abgeschossen, statt... Lag. Nee. Jetzt stehst du dumm da, hä? Ein Moment. Jetzt ist Marco weg. Jetzt habe ich ihn vergrault. So jetzt. wo bin ich denn hier gelandet? Riesenbrachland. Kann man die Kakteen jetzt hier mitnehmen? Oh ja. Tiny Kaktus. Okay, irgendwie wird es hier noch generiert. Es ruckelt ein bisschen. Da. Oh, was ist was da? Man hört dich atmen, Marco. Oh ja. Mr. Hurricane. Mr. Hurricane. Jetzt komme ich hoch und du bereitest mir jetzt Iron Pickaxe vor. Ich bin irgendwo. Soll ich da hinkommen? Ja. Und die vermöbeln? Nein, Gummibäume. Ich hab noch 4 Pfeile. Du findest mich nicht. Oh Gott. Wir haben echt keine Gummibäume. Ich bin durch das ganze Brachland jetzt gerannt auf die andere Seite. Ja, das Brachland nicht. Du solltest eher hier schauen, in dem ganz normalen Wald hier. Adam. Ja, in dem nicht haben wir auch nichts. Das ist ja kein normaler, das ist ja das Komische. Das ist so ein komischer Wolfswald. Es gibt auch nur Wölfe in dem Wald hier. Bräuchte einen Sumpf am besten, weil da gibt's ends viele. What the fuck ist denn hier passiert? Das ja, nicht. Ja. Gut, hier ist ein Mini-Jungle, oder? Oje, ruckelt ein bisschen. Lad nach. Wow, okay. Da ist Treibsand. Kann ich die Mobs da reinbringen? Oh Gott. Oh. Eigentlich lustig. Ja! Ah, ihr Spacken-Zombies. Aha. Seid jetzt nicht mehr so klug, hä? Ah, ist eine Karotte. Okay, hä? Komm, ist. Okay. Immer nur am meinen. Ah, jetzt sind sie tot. Dago. Wir haben ja ganz schön viel Uranium. So 14 Stück. Wo ist mein Schwert denn schon wieder? Ich hab keins mehr, verdammt. Oh Gott, wenn die Welt hier nachgeneriert wird, laggt's richtig übel. Noch schlimmer als bei Tekkit. Nicht so schlimm wie
wenn ein Vulkan generiert wird. Ah, doch, doch. Jawohl, also es ist spielbar, aber ich glaube, es sieht scheiße aus für die Leute. Ah, das, was ihr euch hier wundert, das stinkt normales Wasser, das Grüne. Das ist irgendwie nur grünlich in diesen Mini-Jungles. Wir brauchen so einen Treibsand, Marco. Den bauen wir uns vor, um die Stadt herum. Das ist ganz genial. Ja, und dann. Ja, du kannst ja drüber springen. Drin sterben. Nee, du kannst ja drüber springen. Mal schauen, ob ich den abbauen kann. Ja, Treibsand. Kann sein, dass die Sonne untergeht. Kann sein, ja. Oh oh. Mr. Creeper kommt bestimmt gleich. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Um Gottes Willen. Ah, oh, das war nicht so klug. Scheiße. Ich laufe nach Hause. Din. Es ruckelt immer noch ein bisschen. Was ist denn hier los? Oh, da sind schon wieder. Ach so, ich weiß, woran das liegt. Es ist, weil irgendwie hier so Saplings runterfallen die ganze Zeit, wenn das generiert wird. Wegen dem Sapling? Ja, das ist auch, warum der Vulkan so geleckt hat manchmal. Besonders wenn irgendeinem Urwald oder so gespawnt ist, dann hat sie immer die ganzen Blätter zerstört mit der Zeit. Wenn es so viele sind, okay, dann fängt es immer so das Laggen an. Also da ist unser Zuhause. Das kann natürlich sein. Lauf, Adam, lauf! Oh Gott, Skeletten! Ich hab kein Schwert mehr. Und ein Creeper spawnt einfach mal so vor mir. So viel zum. Ja. Spawn-Gesetz. Was? Ja, Spawn-Gesetz. Weißt du? Ah, Spinne. Creeper, Monster Jump. Oh Gott. Was ich hier schon wieder alles erlebe. Redstone haben wir wieder genug. Ja gut, es ist kein Red Power Mod. Gibt kein. Ah ne, der braucht jetzt das Red Alloy. Aber es war gar nicht aus Redstone. Da brauchen wir Redstone auch dafür. Okay, Marco, ich lieg im Bett. Gute Nacht.